Hallo Freunde und willkommen zurück bei Gordian Quest, wo wir Heilung auch nach Heilung finden und vor allem auch Vorräte gerade scheinbar finden, was ganz nett ist. Aber eigentlich wollten wir uns durch die Kammer der Energielinien weiter bewegen. Das heißt Kämpfe. Gobble, gobble. Aber gut, wir brauchen Gold, denn wir möchten für Ida etwas kaufen. So, schmitzen wir hier mit den Schatten. Saltoieren wir mal nach vorne. Und plötzlich macht das Ding hier nämlich wenigstens mal Schaden. So, das Viech muss weg. Das sind 40 Schaden. Ich könnte aber auch erstmal das Ding aufhalten. Dann muss Ida sich nämlich nicht schützen. Ziehen wir eine Karte. Perfekt. So. Boah, töten wir dich noch. Töten wir dich noch nicht, aber so gut wie. Da geht hier hin. Streichelt den. Und gibt sich Rüstung. Na, du brauchst nichts machen. Du brauchst auch nichts machen. Die da hängt nämlich eh hinterher. Das reicht halt nicht. Ist mir auch schon stärker, also ist das uninteressant. Ach man, ich will die ganze Zeit die Plünderung aktivieren. Also mir die Belohnung dafür einholen. Die Falle möchte ich bitte nicht haben. Weg mit dir. So gut. So, der Weg ist frei für die Damen hier unten. Reicht dann auch, Alfons. Ich hätte eigentlich erst Streutreffer und dann einfach nochmal den prellenden Treffer erst spielen, weil dann wären die einfach beide tot. Wolf dahin. Die Viecher machen eh nichts. Der Wolf kann sich ein bisschen reinbeißen. Ida braucht ein bisschen mehr Initiative. Ich glaube, das sollte ich bei ihr mal leveln. Ja, ich habe jetzt gerade ihr mehr oder weniger absichtlich hier oben rein manövriert, damit sie dann entsprechend ein bisschen besser agieren kann. Ja, wir haben nichts, was ihr Inspiration gibt, was gerade ein bisschen doof ist. Funktioniert trotzdem. Okay. Märchen. Streich. So, Wolf und Bär haben nichts zu tun, aber die Arbeit kommt jetzt gleich noch. Mich wundert auch, dass der Wolf so langsam ist. Dass scheinbar der Bär auch schneller ist als der Wolf.
ist jetzt natürlich doof. Der läuft sich ja glücklicherweise nur. Könntest du was ziehen? Das ist zum Beispiel perfekt. Das sollte Wolf wieder hin. Mit Vollmond in der Hand. Und lachen die Gegner aus. Das wäre cooler gewesen, wenn du den Typen angegriffen hättest, ganz ehrlich. Ich meine, ne, der mit seinen mickrigen 11 Schaden kommt hier noch nicht mal ansatzweise. Käme ja durch die Rüstung durch, aber es war halt ein magisches Schwert, was die hintere Reihe angreifen kann, weil es ein Zauber ist. Fick dich. Ach, Mann. Gerade bei ihr, die die Erfahrung am nötigsten hat. Wieder hast du den Heilzauber behand. Nein. Okay. Dann dürfen die Wölfe. Jetzt sind der Wolf. Ja, nochmal Flut. Legendäre Schlagwaffe. Okay, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Ding, wenn wir mit Katrin spielen würden. Was wir nicht tun, hey. So, bei dir möchte ich mal hin. Wollen wir den Falken. Ja, den Falken probieren wir ja eh aus. Nehmen mal den Meister der Bären. Ich vermute, dass upgraded bedeutet, dass wir das sämtliche Schaden oder 75% des Schadens übertragen werden. So, ja, ihre Tiere buffen schön und gut, aber sie braucht mehr mehr Initiative. Die Geschicklichkeit ist ein zusätzliches nettes Gimmick, was es dabei gibt, aber. So, ganz ehrlich, komm. Was soll denn der Geiz? So, wir haben zwei Events. Jetzt mal Plünderung abholen. Hey, ein blanker Angriffsschadensring. Können wir mal nehmen. Gut, verliert sie einen Punkt in Initiative, aber das ist dann halt so. Wie gesagt, Zauberschaden macht halt keiner von uns. So, erstmal das untere Event. Hey, du hast deinen flüchtigen Blick auf etwas Glänzendes, das im Dreck vergraben ist. Was könnte das sein? Ein paar Schuhe. Und ein bisschen Gold. Ich hätte gern mehr Gold. Muss da was kaufen. Der gewundene Pfad endet in einer großen Kammer mit einem Becken, das von Metallstäben umgeben ist. Aus der Mitte des Beckens erheben sich riesige Wurzeln, die eine glühende, knotige Verflechtung bilden und sich durch die Decke winden. Helle Energieblitze pulsieren aus dem Inneren der Verflechtung heraus entlang der Wurzeln. Am Becken ist eine erhöhte Plattform angebracht, auf der sich ein Hebel befindet. Es scheint, als müsstest du eine Wasserquelle finden, die als Leiter für das Becken dienen kann. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zurück, müssen in einen der anderen, in Anführungszeichen, Mini-Dungeons gehen. Übrigens, gewundener Pfad ist ja auch mal, gut, ja, hier gewunden, aber sonst, sie wollte mich doch verarschen. Dann gehen wir mal hier durch. Ah, das ist die überschwemmte Grotte, da finden wir wahrscheinlich das Wasser. In einer überschwemmten Grotte. Warum treiben sich da Feuergeister rum? Nur mal so als Frage.
Kleiner Denkanstoß vielleicht. Ist weg. Du musst weg. Entschuldigung. Du willst schocken. Du willst Schaden machen. Du willst dich buffen. Machen wir das mal auf dich. So. Das machen wir und muss Ida nur noch den töten, dann macht keiner mehr Schaden. Ida hat keine Lust. Ida hat erst recht keine Lust. Okay, damit komme ich klar. Nicht perfekt, aber klar kommen wir damit. Pieks nur den. Reicht. Wie gesagt, viele Erfahrungspunkte kriegen wir hier unten eh nicht, weil okay, das Ding ist nicht ganz so groß, dafür mehr Sandstürme. Was heißt mehr Sandstürme, aber halt wieder Sandstürme. Nach hinten, nach vorne. Dahin, dahin. Das sind 40 Schadenspunkte. Ich hätte es mit Schärfen, hätte ich das auch einfach töten können. Aber pst. Hat auch funktioniert. Da wollte ich mal gucken, was mir gerade einfällt. Ich habe nämlich mittlerweile zwei Sachen, die mir Flut geben. Ich brauche einen grünen, einen blauen Ding. Das ist doch hier auch gegeben. Dann nehmen wir die Rune hier raus. Setzen die hier wieder ein. Und hier. Ist schon lustig, würde ich sagen, oder? Finde ich okay. Ich weiß gar nicht, ist akkurater Schwung nicht eh eine Stärkefähigkeit? Nein, das ist nicht okay. Irgendwie habe ich im Kopf gehabt, aber gut, ich verwechsel das wahrscheinlich gerade mit Streich. Es ist halt auch lustig, dass ich hier Streich in der Stärkefähigkeit in der Geschicklichkeit und da genau andersrum, aber naja, ist dann halt so. Denke ich mal irgendwie noch nützlich Gürtel, nö. Und vielleicht noch vernünftige Kopfbedeckung. Geschicklichkeit, ja. Aber dafür bräuchte ich hier eine Runde der Leere. Die haben wir nicht. Möchte ich dir vielleicht auch die Flut geben? Das könnte nur eine Geschicklichkeit und das würde halt nichts ändern. So.
Übrigens, scheinbar geben diese sicheren Abschnitte auch einen Vorratspunkt, was ganz nett ist. Ist jetzt nicht das, was wir brauchen unbedingt, aber es sind 3 Gold, die wir sparen. So, erstmal. Zack. Wieso hat das dem gerade auch Schaden gemacht? Verstehe ich nicht. Aber muss ich nicht verstehen, frei nach dem Motto, ne? Es kann halt echt auch querschlagen. Ist doch nett. Tritt auf dir. Oh, weg. Hey, Stärke. Aber auch das ist halt so. Ich will mir das Deck nicht unnötig mit irgendwelchen Triggern zumüllen. Ich vermute übrigens, dass hinter dem Sandsturm, den wir gerade aufgedeckt haben, sich auch wieder ein. Sag schon. Ein Teleporter verstecken wird. Der muss auf jeden Fall weg. Das heißt, wir müssen uns eben hier durchboxen. Kriegen nicht, was ich haben möchte. Hatte nämlich gehofft, dass wir eine Crit-Karte ziehen, aber nein. Gut, ja, hier oben hin. Auch ein Crit. Noch mehr Crit. Dankeschön. Nein, ein Event. Okay. Du stößt auf den Eingang eines Stollens. Überall liegt Ausrüstung herum und es riecht nach Schwefel. In den Stollenwänden blitzen Kristalle auf. Vielleicht findest du eine ganze Ablagerung, wenn du weiter hineingehst. Die hölzernen Stützbalken des Stollens knarren im Wind. Ob das ein sicheres Unterfangen wäre? Komm, wir haben 95% Chance hier bei Narani. Das kriegen wir ja wohl hin. Danke. Erfahrungspunkte. 4 seltene Kristalle. Machen wir noch weiter, komm. Wie gesagt, das sind vor allem Erfahrungspunkte für Narani. 75%, das ist ordentlich. Ach komm, ist dann halt mal so. Ein Kraftwurf, kein 6 seltene Kristalle verloren. Schade aber auch. Oh gut, wir haben 8 und 4 gekriegt, also haben wir trotzdem plus von 6 gemacht und halt Erfahrungspunkte. Ein Poltern gefolgt von einem Knall ertönt aus den tiefer gelegenen Bereichen und dir schlägt abgestandene Luft entgegen. Der Stollen kollabiert. Du lässt deine Beute hier liegen, um zu fliehen und kommst gerade noch mit dem Leben davon. Oh. Nee, Vorräte brauche ich jetzt gerade auch nicht noch, also. Hier geht's sogar noch tiefer runter. Du bist, ihr seid neu. Klingen- und Höhlenfragment. Bei Tod wird der Hand der Einheit, die den Tod in eine Höhlenfragmentkarte hinzugefügt. Okay. Hier auch. Was können die denn? Können die was? Sing entfernt alle defensiven Stärkungszauber vom Ziel und verursacht 4 Schaden. Nett. Das ja wirklich nett. Das sind erst 40 Schaden, das ist zu wenig. Vielleicht 4 Schutzschild und verdreifacht die Schutzschilde des Ziels. Das ist krass.
Vielleicht ziehen wir hier noch. Ne, wir ziehen natürlich hier keine Flut. Die wäre schön gewesen. Aber naja. Mehr Crit für dich. Hier also noch mehr Gegner, die uns Karten auf die Hand geben, die für uns echt nützlich sind. Das ist nett. Toll. So, weiter runter. Ah, hier ist der Wegpunkt, den ich schon vermisst habe. Drei Angriffskonstrukte und zwei Geistermystika. Das ist ja nicht viel. Das ist aber auch eine echt beschissene Hand, möchte ich nur mal merken. Okay, ja, wir ziehen gerade Card Draw, demnach ist es okay, aber halt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Okay, was mit denen? Töten wir ihn mit dem Klingenfragment. Schaden. Okay, die machen halt Schaden. Das muss man ihnen lassen. Nicht, dass sie ihnen was bringt, aber Schaden würden sie machen. Gut. Dann würde ich sagen, dieses Event hier, was wahrscheinlich das Ziel hier ist, wodurch wir Wasser in das Becken kriegen oder so, gehen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hier morgen wieder bei Gordian Quest. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.